So, dann herzlich willkommen zurück zum Live-Trading TV Format von JFD Brokers. Die FED-Sitzung ist vorbei, das Sitzungsprotokoll ist vorbei und Gewinne kann man nun einsammeln. Aber zunächst der Reihe nach. Im DAX und im DAO gab es kein aktives Setup. Hier wurde kein Stundenclose über 10.010 hingelegt, nicht vormittags und auch nicht nachmittags. Ich habe dann erwähnt, ich lasse das Setup dann aus nach der FED oder bevor die FED-Sitzung kommt. Jetzt ist gerade nur ein Tor für Juve gefallen. Das ist ja auch noch der Fall, dass nachher noch oder beziehungsweise jetzt schon Bayern spielt. Aber gut, zurück zum Markt, deswegen war ich nur kurz abgelenkt, sorry. Also ich habe das Setup eben ausgesetzt im DAO und im DAX, damit es, sag ich mal, zu vage war. Im Dow Jones konnte man gestern noch, habe ich jetzt gar nicht hier, gar nicht da. Gut, da war jedenfalls gestern ein Kaufsetup an der Unterstützungslinie dran. Und habe ich eben vor der FED-Sitzung verkauft. Schauen wir mal kurz hier rüber. Hier war das eben dann der Fall. Das Kauflimit lag eben hier. Und verkauft wurde eben an der 17.200 der Marke und 17.030, aber das war ja schon gestern der Fall. Dann habe ich WTI, kamen wir leider nicht rein, ein Silber Setup läuft und ein australischer Dollar, US-Dollar lief und wie man hier eben sieht, Facebook muss ich nachher noch anschauen, das ist nur mit einer Umkehrkerze möglich. Amazon bleibt im Moment auch hier oben. Das wollte ich eben haben. Das war eben um 14 Uhr, habe ich das veröffentlicht. Ein Anstieg bis knapp an die 17.400er Marke möglich, um hier die Shorts, dass die Shorts alle ihre Shorts eindecken müssen. Einen Fehlausbruch signalisieren oder einen Ausbruch signalisieren, der aber dann eben zum Fehlsignal wird. Bislang passt es eben auch. Deswegen Gewinne, wer jetzt auf das auch gesetzt habe, ich habe es eben nicht speziell gesetzt, also live getradet, sondern war halt ein mögliches Szenario. Was hier durchgehend, ja, seit dem Ausbruch an der 0728er Marke lief, wurde hier gekauft, dort verkauft. Einstieg erfolgte ja an der Daily Unterstützungslinie und aktuell sind da auch 100 Pips möglich. Der Stopp wurde direkt dann hier nachgezogen, lag aus tiefer. Deswegen hier kann man jetzt schon auch Teilgewinne einstreichen. Und was auch super läuft, war erneut Silber. Ich glaube, das dritte oder vierte Mal. Jetzt sind 300 Pips möglich. Einmal waren 600 oder 800 Pips sogar möglich. Aber egal. Jetzt sind wir hier im aktuellen Trade. Kauflimit lag hier. Der Stopp lag hier unten. Noch ein zweites Kauflimit lag hier. Das wurde aber eben auch zum heutigen Tag gestrichen. Hier könnte es natürlich schon sein, dass wir einen Rücklauf erleben und dann nochmal hochsteigen, aber ich bleibe hier, denke ich mal, einfach auf Schlusskursbasis bzw. direkt hier in dem Silber investiert und warte ab, was passiert. Allerdings eben, wie gesagt, einen Teilgewinn kann man nochmal von der kleineren Position nehmen und der Rest halt auf Stopp, auf Schlusskursbasis bzw. auf 15, 20 und dann
abwarten, was eben passiert. Bei Öl kam er nicht rein, Palladium wird jetzt auch gestrichen, kam leider nicht ans Kauflimit hin, kann man streichen. Und wie genauso wie Öl und Morphosis lief bis mittags perfekt. Jetzt gab es halt leichten Absacker wieder. Ziel war hier eben die 44-Euro-Marke. Ja, gut, habe ich jetzt selber nicht drauf geachtet, dass die bis 43,40 hochging. Da hätte ich da bestimmt ein Signal gesendet zu verkaufen. Jetzt muss ich mal schauen, wo hier ein Verkauf noch möglich wäre, ein guter. Das war's. Danke fürs Zuhören und noch ein spannendes Spiel bei den Bayern. Und sonst hört man sich morgen wieder. Danke.